Liebe Patrioten, heute erheben wir hier auf der Kundgebung die Stimme für die Meinungsfreiheit. Auch wenn meine Stimme heute nicht die beste ist, ihr mögt es verzeihen. Wir haben ein Recht auf die Versammlungsfreiheit und auf Demonstrationen. Die Bürgermeister von Kandel, die Landespolitik und die Medien versuchen mit allen Mitteln, uns unsere Meinungsfreiheit zu nehmen. Das lassen wir nicht zu. Aber wir haben auch Pflichten und Auflagen zu erfüllen. Meine Pflicht ist es nun, euch die Versammlungsauflagen zu verkünden. Zuallererst mal vielen Dank an alle, die hier erschienen sind. Auch danke an alle, die unsere Arbeit, unsere Videos, unsere Posts auf sämtlichen Kanälen verfolgen, teilen und uns unterstützen. In welcher Form auch immer. Hier auch gleich mal mein persönliches Dankeschön an das tolle Team, das hier alles auf die Beine stellt. Und natürlich danke an jeden Einzelnen von euch, der hier vor Ort ist und sich traut, Gesicht zu zeigen. Jetzt aber erstmal zu den Auflagen unserer Demonstration. Ordner mussten wir natürlich stellen. Aber jeder, der hier ist, ist auch Ordner und achtet bitte auf seinen Nebenmann. Eventuelle Störer bitten wir unseren Ordnern zu melden. Das sind die Männer mit den orangenen Westen oder besser noch gleich der Polizei. Ganz wichtig auch, wir sind friedlich und ich bitte euch, euch nicht provozieren zu lassen. Das gilt insbesondere nachher für den Spaziergang. Hier auch gleich nochmal ein Danke an die Beamten, die diese Veranstaltung schützen und möglich machen. Während der Versammlung gilt hier ein Verbot des Ausschanks und des Konsums von Alkohol. Hier auch gleich weiter das Verbot des Mitführen von Flaschen, Krügen oder Dosen aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material. Ebenso verboten sind natürlich Waffen und Gegenstände, die als Wurfgeschosse dienen könnten. Auch das Mitführen von pyrotechnischen Erzeugnissen ist während der Veranstaltung verboten. Es besteht weiterhin ein Verbot von Hunden, ausgenommen sind Blindenhunde. Transparente dürfen beim Spaziergang eine Größe von 3x1 Meter nicht überschreiten und dürfen auch nicht miteinander verknüpft werden. Es herrscht absolutes Vermummungsverbot während der gesamten Veranstaltung. Wer hier ist, kann auch Gesicht zeigen. Das bedeutet auch, dass Kapuzenpullover in Kombination mit Schals oder Halstüchern nicht geduldet werden, wenn sie in einer Weise getragen werden, um die Identifizierung der Person unmöglich zu machen. Zuwiderhandlungen können die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens nach sich ziehen. Wir dulden keine Plakate von politischen Parteien, egal welche Art. Wir sind absolut überparteilich und ich bitte euch, auf solche Plakate und Ähnliches zu verzichten. Den Anweisungen der Polizei ist Folge zu leisten. Am Ende achten wir darauf, dass wir den Platz wieder sauber verlassen. Heute sammeln wir auch wieder, um diese Veranstaltungen zu ermöglichen. Unser Team hat dafür Spendendosen vorbereitet und es gibt wieder tolle Buttons dafür. Zusätzlich kann man hier vorne an der Bühne unsere Fahnen von Kandel ist überall erwerben und danach mit nach Hause nehmen. Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr einen kleinen Beitrag spendet, denn wir zahlen hier Bühne, Technik, Flyer und so weiter, alles aus eigener Tasche. Und noch was ganz Wichtiges. Es sind heute extrem viele Medien vor Ort, um zu berichten. Lasst euch nicht provozieren und liefert den Medien keine Bilder, die unseren gemeinsamen Sachen schaden könnten. Beim letzten Mal wurde auch mehr über, ich nenne es jetzt mal, gesteuerte Zwischenfälle berichtet, als über den eigentlichen Grund, warum wir hier auf der Straße sind. Seid relaxed und zeigt, dass wir absolut friedlich für unsere Grundrechte eintreten. So, jetzt geht's aber los und ich freue mich gleich als erstes, euch hier Miriam, die Stimme aus Kandel, vorstellen zu dürfen, die mir hier auch so super Blatt gehalten hat. Miriam.
liebe Freunde. Ich grüße euch mit ganzem Herzen. Und wenn ich in eure Gesichter blicke, bin ich sehr berührt. Ja, ich zittere. Es berührt mich, dass ihr heute wieder bei mir steht. Trotz aller Anstrengungen seid ihr dahergereist. Trotz bösartiger Hetze und Diffamierungen in den Medien steht ihr heute hier. Ich danke euch. Okay. Ich spüre eure Hoffnung im Herzen und euren festen Glauben daran, dass wir gemeinsam etwas bewirken können. Und ich sage euch, ja, wir können das. Wir können etwas verändern. Ich glaube fest daran. Wir schaffen das! Wir werden auch immer mehr. Auch heute schauen wieder Hunderttausende durch die alternativen Medien ihren Livestream hier mit. In ganz Europa werden wir heute ausgestrahlt. Ich danke euch allen. Liebe Freunde, heute verteidigen wir hier in Kandel unser Grundrecht auf Meinungsfreiheit. So wie einst unsere Vorfahren in der Pfalz. Widerstand! 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 Unsere Vorfahren kämpften für unsere heutige Freiheit und Demokratie. Und in diesem Widerstandskampf haben sie teilweise mit ihrem Leben bezahlen müssen. Auch ihnen sind wir es heute schuldig. So wie auch unseren toten Kindern. Kira, Daniel, Ebba, Maria, Mireille, mir und allen anderen Opfern. Wir sind verpflichtet, unsere Stimme für den Widerstand zu erheben. Wir Frauen sind aufgestanden gegen diese neue Pest namens Unrecht in unserem Land. Und wir erheben unsere Stimme gegen die vielen Morde und Messerangriffe, die ausgelöst worden sind durch die illegale Einwanderung und Entgrenzung Deutschlands. Die gehören zur Freiheit dazu. Doch die verantwortlichen Politiker erhören uns nicht. Nein, im Gegenteil. Sie prügeln unsere Meinungsfreiheit, die uns rechtlich nach unserem Grundgesetz Artikel 3 und 5 zusteht, mit Nazi-Keulen und Hasshetze nieder. Ihre fleißigen Helfer sind die linken Schläger namens Antifa, die sie auf uns losgelassen haben und zur Gewalt gegen uns Frauen aufrufen. Dieses schwere Verbrechen gegen uns Frauen wird sogar noch medial unterstützt
von den verlogenen Propagandamedien. Lügenpresse! 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 Diese Nazi-Keulen bin ich leid. Ich bin nur eine kleine Mutter, die Angst hat, in ihrer Heimat zu leben. Die Angst hat um das Leben von unseren Frauen und Kindern. Hier in Kandel wurde das Kind von einer Mutter grausam in der Öffentlichkeit niedergemetzelt. Und was tat der Herr Bürgermeister Poss von Kandel? Post muss weg! 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 Die Wahlwahl für den Bürgermeister kommt sowieso! Er hat sich in den ersten Tagen noch nicht einmal bei den Eltern der toten Mia blicken lassen. Nein, Mitleid zeigte er nicht. Seine erste Sorge galt einer angeblichen Fremdenfeindlichkeit der bösen Deutschen. Herr Post, damit haben Sie bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich konnte gar nicht anders, als mich mit meinem Schild vor Ihrem Verbandsgemeindehaus hinzustellen. Und ja, ich hatte anfangs Angst. Ich hatte Angst, alleine dort zu stehen und meine Meinung zu sagen. Ich muss wohl für den Bürgermeister Poss eine sehr große Gefahr dargestellt haben. Denn er hat mir 3 Polizisten auf den Hals geschickt. Und meine Identität innerhalb von wenigen Minuten prüfen lassen. Sicherlich hätte er mich abgeführt, wenn ich keinen Personalausweis dabei gehabt hätte. Und das alles nur, weil ich es mir erlaubt habe, meine Meinung gegen das Unrecht auszudrücken. Komischerweise hat Herr Post niemals die Identität von Mias Mörder überprüfen lassen, obwohl er bereits einen Mitschüler in der Schule verprügelt hatte und Mia um ihr Leben massiv bedrohte. Mias Mörder ist ein abgelehnter Asylbewerber. Herr Post hätte ihn rechtmäßig abschieben müssen. Dann würde Mia heute noch leben. Mia durfte nicht erwachsen werden. Mia durfte keinen Führerschein machen. Mia durfte keinen Beruf erlernen. Mia durfte keine Kinder bekommen. Und sie konnte auch nicht die halbe Welt sehen. Denn Mia durfte nicht weiterleben. Mia hat das Kostbarste verloren. Ihr Leben. Herr Poss, Sie sind mitverantwortlich für Mias Tod. Und wie ist Ihre Antwort, Herr Poss? Wie ich sehe, ist Ihre heutige Antwort auf Ihr politisches Versagen dieses Plakat auf meiner rechten Seite vor der Stadthalle mit den infantilen Smileys, wir sind Kandel. Schande, 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 Schande,
heute auf diese Stadt. Und Sie, Herr Poss, antworten auf den bestialischen Mord der 15-jährigen Mia mit diesem Smiley-Plakat. Herr Poss, sind Sie jetzt völlig durchgedreht? Wo leben Sie eigentlich? Feigling, 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 Feigling. Ja, wo ist er denn? Post muss weg! 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 In Iskandl, Iskandl, nun eine bunte Teletubbies-Stadt in einem deutschen Hippie-Staat geworden? Bis heute lassen Sie es zu, Herr Poss, dass in Kandel Männer, die illegal über sichere Drittländer in unser Land gekommen sind, ohne Alters- und Identitätsprüfung hier frei rumlaufen dürfen. Wir wissen nicht, wer diese Männer sind. Es können auch Mörder und Dschihadistenkämpfer sein. Wir wissen nicht, wie alt Sie sind, Herr Poss, aber Sie schicken diese Männer in die Schulen zu unseren Kindern und vermitteln junge deutsche Mädchen an diese bärtigen Männer in ihrer Kontaktbörse Max und Moritz in Kandel. Herr Poss. Mit Ihrer Teletubby-Aktion, Herr Poss, bringen Sie noch mehr Schande über Kandel. Die ganze Welt kann nur noch denken, die Deutschen sind völlig durchgeknallt. Herr Poss, Herr Bürgermeister, Sie verhöhnen mit diesem perfiden Plakat Mia, die sterben musste wegen ihrer mörderischen Politik. Sie bestehen mit diesem Plakat weiterhin auf offene Grenzen für jeden aus aller Herren Länder und tolerieren damit auch weitere Morde an unseren Kindern. Herr Poss, Klingemünster ist nicht weit von hier. Ich fahre Sie gerne hin. Wir alle wollen uns nicht an das Morden in unserem Land gewöhnen. Wenn wir diese Bilder von unseren ermordeten Kindern sehen, bricht uns jedes Mal unser Herz. Liebe Freunde, ich bitte euch auch heute wieder mit mir eine Schweigeminute für unsere toten Kinder zu halten. Ich danke euch. Ein Schweizer Bürger schrieb mir, viele Schweizer verstehen die Bürger in Kandel nicht. Die Schweizer
würden niemals solch einen Bürgermeister weiterhin dulden. Liebe Kandler Bürger, euer Bürgermeister setzt bis heute nicht die Polizeigesetze um, wonach er verpflichtet wäre, jeden Einreisenden zu prüfen und für die innere Sicherheit und Ordnung eurer Stadt zu sorgen. Er ist euer Angestellter und ihr seid der Chef in eurer Stadt. Lasst euch diese gefährliche Politik nicht mehr länger bieten. Sorgt selbst für eure Sicherheit. Erzwingt durch einen demokratischen Bürgerentscheid die Einhaltung von Recht und Gesetz. Liebe Kandler, zeigt der ganzen Welt, dass ihr keine Konsumzombies seid, sondern verantwortungsvolle Bürger in diesem Land. Widerstand! Viele denken, ein Einzelner kann nichts bewirken und fühlen sich hilflos und ohnmächtig. Doch schaut nach Kandel. Ich stand anfangs alleine hier. Das Bild mit den Polizisten, die mich umzingelt haben, von denen ich mich auch bedroht fühlte damals, ging um die halbe Welt. Millionen Menschen haben dieses Bild gesehen und waren empört und erschüttert. Dies hat viele Menschen wachgerüttelt. Viele Frauen konnte ich Mut machen, sich unserer neuen Bewegung anzuschließen. Sogar viele Prominente stärken in ihrer Erklärung 2018 uns Frauen den Rücken. Ich danke Ihnen. Das Freiheitsfeuer von Kandel hat sich wie ein Flächenbrand über ganz Deutschland ausgebreitet. Bravo! Lebe die Freiheit! Überall stehen immer mehr Frauen mit ihren Männern auf und erheben ihre Stimme. Die Mahnwachen und Demos der Frauen sind mittlerweile überall, denn Kandel ist auch leider überall. Ich danke Mona Meyer aus Bottrop. Ich danke Ute aus Hamburg. Ich danke den Frauen aus Berlin und vielen weiteren Frauen in den Städten wie Cottbus, Mönchengladbach, München und weiteren. Sie zeigen endlich mit ihren Männern Gesicht. Widerstand! Der Flächenbrand von Kandel hat sich bis nach Österreich ausgebreitet. In Wien solidarisieren sich unsere europäischen Herzensschwestern mit uns. Sie fordern Schutz und Sicherheit für die Frauen Europas. Sie entsenden uns heute patriotische Grüße und laden uns alle von ganzem Herzen ein zur ersten Frauendemo in Österreich am 14. April 2018 in Wien unter dem Motto Kandel ist überall. Solidarität!
Ich hatte ihn bereits am ersten Tag meiner Einzeldemo versprochen, dass ich wieder kommen werde. Mein Versprechen habe ich gehalten. Wir kommen wieder, 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 Herr Boss, heute stehe ich nicht mehr alleine hier. Heute stehen Tausende bei mir. Und das nächste Mal sind wir 10.000. Wir sind das Volk! 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 Solange Sie, Herr Boss, keine verantwortungsvolle Konsequenzen ziehen, kommen wir immer wieder. Und das verspreche ich Ihnen. Liebe Freunde, ich danke euch. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ihr macht mich so glücklich und stolz. Danke. Meine nächste Rednerin ist unsere wundervolle Christiane, die mit Herzblut unsere Meinungsfreiheit verteidigt. Ja, hallo, liebe Freunde, willkommen zurück in Kandel. Toll, dass ihr da seid. Tausende Menschen stehen auf, überall. Tausende Menschen hier in Kandel und überall in Deutschland lassen sich nicht weiter ungebremste Zuwanderung als Bereicherung verkaufen. Wir und tausend andere Menschen haben offene Augen bei unserem Blick auf die Welt. Wir sehen, was wir sehen, und wir sagen, was wir denken. Und deswegen, Freunde, sind wir auch so gefährlich. Es ist die Macht des Wortes und die Macht der Freiheit. Unsere Worte prägen unsere Gedanken. Und wer die Freiheit einschränken will, der fängt mit der Freiheit des Wortes an. Aber lassen wir uns nicht unser Denken vorschreiben und lassen wir uns auch unsere Worte nicht verbieten, denn ohne freie Rede gibt es kein freies Volk. Bravo. Meinungsfreiheit! 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 Wir demonstrieren friedlich für Frieden und für Sicherheit. Kann man ein besseres Ziel haben für eine Demo in einem Ort, in dem ein junges Mädchen die Folgen der krass verfehlten Politik mit dem Leben bezahlt hat? Nein, das kann man nicht. Die, die gegen uns demonstrieren, Freunde, die stehen auf der Seite des Mörders. Ja, das ist eine Schande. Diese Leute demonstrieren heute gegen Sicherheit und Schutz. Aber Frau Dreyer sagt, sie müsse Kandel vor aggressiven Aufmärschen schützen. Dreyer muss weg! Dreyer muss weg! Dreyer muss weg! Dreyer muss weg! Alle müssen weg!
Als aggressiv bezeichnet sie damit übrigens lediglich eine andere Meinung zu haben und Grundrechte auch gegen Widerstände wahrzunehmen. Wirklich aggressiv waren beim letzten Mal nämlich ausschließlich ihre schwarz vermummten Freunde auf der anderen Seite, auf der bunten Seite, die, die heute eine Party feiern, auf der Seite, die sich selbst tolerant nennt. Und so? Jeder hasst die Antifa! 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 Ich hasse die Antifa auch! Und so wird es auch heute wieder sein. Deshalb bitte ich euch, liebe Freunde, passt auf euch auf und achtet darauf, dass niemand von uns sich von denen provozieren lässt. Zig Kameras sind heute auf uns gerichtet, um jede noch so kleine Auseinandersetzung hinterher auszuschlachten. Ich persönlich rechne auch mit eingeschleusten Krawallmachern, um die entsprechenden Bilder zu produzieren. Also bitte achtet darauf, was in eurem Umfeld geschieht. Auf der Gegenseite, Freunde, da herrscht selbstverständlich Narrenfreiheit. Dieser schwarze Block, der letztes Jahr bei G20 halb Hamburg verwüstet hat, macht heute für Frau Dreyer in Kandel die Drecksarbeit. Und wir dürfen sicher sein, dass die Systemmedien den Schaden, den diese Leute heute in Kandel anrichten, uns in die Schuhe schieben werden, genau wie beim letzten Mal. Lügenpresse! Liebe Kandeler, nicht von uns geht die Gewalt aus, sondern von denen, die von euren Politikern gerufen wurden, um den friedlichen Protest zu zerstören. Das wird aber niemand erfahren, denn Frau Dreyer ist ja nicht umsonst auch Vorsitzende des Aufsichtsrats beim ZDF. Und deswegen ist auch die Tochter von Wolfgang Schäuble Geschäftsführerin einer mächtigen ARD-Tochter. Diese Leute lenken die Wahrheit, nichts anderes. Und aus dem Grund stehen auch Kirchen und Gewerkschaften auf der Seite der Freiheitsabschaffer und finanzieren heute den angekarrten Demo-Söldnern den Abenteuerausflug nach Kandel, um uns bei der Wahrnehmung unserer demokratischen Rechte zu behindern. Kostenloses Randalieren nach Herzenslust inklusive. Dabei sollten Kirchen und Gewerkschaften auf unserer Seite stehen, auf der Seite ihrer Mitglieder, ihrer Mitbürger, ihrer Finanzierer. Diese Organisationen sind heute wirklich für nichts mehr Vorbild, für gar nichts. Auch sie haben sich... durch gelenkte Wahrheiten beeinflussen lassen und lassen uns dafür, die Bürger, die ihre Freiheit bewahren wollen, ganz jämmerlich im Stich. Genau wie in der DDR haben wir es heute in Deutschland mit einem breiten Bündnis gegen die Freiheit zu tun. In der DDR wurden Kader in Schulen und Betrieben installiert, um die Menschen regierungstreu zu erziehen und zu überwachen. Heute nennen sich diese Kader Netzwerke und ihr Zweck ist damals wie heute, die Menschen unter Druck auf Linie zu bringen. Und wer nicht spurt, wird sozial isoliert, in seiner bürgerlichen Existenz bedroht, zensiert, bei Zuwiderhandeln angeschwärzt. Und das nennt sich, liebe Freunde, heute Zivilcourage. Zivilcourage heißt wörtlich, aber Bürgermut und ist im eigentlichen Sinne
die Wahrheit gegenüber der Obrigkeit auszusprechen. Das wurde in den letzten Jahren komplett verdreht und heute wird die Herrschermeinung mithilfe von politisch Korrekten gegen die aufmuckende Bevölkerung eingesetzt. Das ist George Orwells Neusprech, wie man ihn besser nicht fortschreiben könnte. Bei Orwell hieß es, Krieg ist Frieden, Ungleichheit ist gleich Gerechtigkeit. Und bei uns heißt es, Denunziantentum ist gleich Zivilcourage. Hui! Hui! Widerstand! 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 So, und deswegen haben wir auch die gesamte Staatsmacht gegen uns. Wir haben die gesamte Medienmacht gegen uns. Und deshalb bin ich so unglaublich stolz auf euch, denn ihr seid die Speerspitze des bürgerlichen Protests. Ihr seid der Albtraum der Verfechter einer neuen Weltordnung, die nur Gleichmacherei und Einfältigkeit kennt. Ihr seid unsere ganze Hoffnung. Ich finde nämlich, dass wir deshalb in Zukunft Beschimpfungen der Demokratiefeinde als Auszeichnung tragen sollten. Es wird künftig eine Ehre sein, rechts oder populistisch genannt zu werden, denn diese Worte stehen in Zukunft für eine freie Meinung entsprechend dem Geist von Hambach und entsprechend dem Geist von unserem Grundgesetz für Freiheit nach den Zeiten des nationalen Sozialismus und des kommunistischen Sozialismus. Wir wollen frei sein und selbstbestimmt. Die wollen Knechtschaft und Tyrannei. Sie verachten uns, weil es ihnen nicht länger gelingt, uns zu belügen. Daher danke, dass ihr da seid, hier und überall in Deutschland, auf den Demos für Sicherheit und Schutz, für Meinungsfreiheit, gegen die linke Deutungshoheit, gegen den Verrat an deutschen Interessen und gegen die politische Verkommenheit, die sich überall durchgesetzt hat. Wir haben es dabei überhaupt gar nicht nötig, radikal zu sein. Leute wie Merkel, Dreyer und Konsorten haben die gesamte Flanke des deutschen Bürgertums entblößt. Das deutsche Volk, das wurde dabei Vater- und Mutterlos. Und das nur, weil man uns unser Gefühl für unsere eigene Heimat nehmen will. Nur deshalb können Verbrechen wie hier in Kandel passieren. Aber die Wende hat eingesetzt. Ihr seid der Beweis dafür. Wir werden uns unsere Freiheit und unsere Heimat wiederholen. Danke. So, wie ich gerade aus verschiedenen Quellen gehört habe, können einige unserer Besucher nicht zu uns kommen, weil die Züge und die Busverbindungen ab Wörth gekappt sind. Da wird mit absolut allen Mitteln gekämpft. Ja. Aber was haltet ihr denn jetzt davon, dass wir ein wenig spazieren gehen? Dann sollten wir das tun. Bitte lasst die